Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es liegt uns heute, und das ist ja nicht das erste Mal, ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zum Schutz vor Störung Schwangerer bei Schwangerschaftsberatung und Abbruch vor. Und es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Gesetzentwurf Drucksache 20384 aus dem Jahre 2019. Aus der Bannmeile wurde lediglich eine Schutzzone. Demonstrationen sind jetzt Aufzüge. Die 150-Meter-Regelung wurde präzisiert, sowie die Einschränkung des Versammlungsrechts während der Öffnungszeiten der Beratungsstellen. Und da sind wir auch schon bei dem Problem, was diesen Gesetzentwurf angeht, nämlich die Einschränkung des Versammlungsrechts. Meine Damen und Herren von den LINKEN, Sie beabsichtigen mit diesem Entwurf einen Eingriff in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und auch wenn Sie versuchen, es so gering wie möglich zu halten, es ist und bleibt ein Eingriff in ein Grundrecht. Aber, und das gehört in diesem Kontext auch dazu, sind die Proteste vor oder in unmittelbarer Nähe von Beratungsstellen massive Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen schwangeren Frauen. Frauen, die sich aus den verschiedensten Gründen in einer Konfliktsituation befinden und genau aus diesem Grund ja auch eine Beratungsstelle aufsuchen wollen oder auch müssen, dürfen auf keinen Fall durch Protestaktionen verunsichert, beeinflusst und sogar vom Aussuchen einer Beratungsstelle abgehalten werden. Die Situation ist für Sie auch ohne das alles schon belastend genug, denn Sie treffen eine Entscheidung für sich, aber auch für das ungeborene Leben. Und zum Zeitpunkt dieser Entscheidungsfindung stehen Sie oft alleine und auch ohne Schutz da. Meine Damen und Herren, wenn man es realistisch sieht, sucht die Mehrzahl von Schwangeren nicht die Beratungsstelle auf, um sich allgemein beraten zu lassen. Nein, es geht fast immer um den Abbruch einer Schwangerschaft. Auch wenn es wünschens- und erstrebenswert wäre, dem ungeborenen Leben eine Chance zu geben, gibt es heutzutage leider vielschichtige Gründe, eine Schwangerschaft zu beenden. Und wenn sich eine Frau für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat, ist sie verpflichtet, eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle aufzusuchen, um den erforderlichen Beratungsschein zu erlangen. Aber damit nicht genug, denn es steht noch eine weitere Hürde bevor. Da wäre das Aufsuchen einer gesetzlichen Krankenkasse und gegebenenfalls noch die Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies kommt ja dann zum Tragen, wenn die Kosten für einen Abbruch den Betroffenen nicht zumutbar sind und das Land die Kosten übernehmen soll. Und der Erhalt des Berechtigungsscheins für einen Schwangerschaftsabbruch kann scheinbar nicht einfach so per Mail ermöglicht werden, also muss die persönliche Vorsprache erfolgen. Und da ist dann die nächste fremde Person und eine weitere Stresssituation für die betroffenen Frauen. Meine Damen und Herren, wir können hier noch so viele Gesetze entwickeln. Wir werden den grundsätzlich bestehenden Konflikt zwischen Vertretern der Rechte des ungeborenen Kindes auf Leben und Vertretern der allgemeinen Persönlichkeitsrechte von Frauen nicht mit Schutzzonen im Umfeld von Beratungsstellen auflösen. Wir sollten uns eher die Frage stellen, wie wir die Option auf Beratung und Hilfe für die betroffenen Schwangeren vereinfachen können, um Stresssituationen zu vermeiden. Möglicherweise ist es empfehlenswert, da wo es möglich ist, auf Präsenzberatung zu verzichten und dafür Beratungen per Videochat durchzuführen. Auch die Weiterleitung des Beratungsscheins könnte mit Vollmacht der Schwangere direkt an die zuständige gesetzliche Krankenkasse erfolgen, welche dann den entsprechenden Berechtigungsschein für den Abbruch erstellt. Natürlich alles unter dem Siegel des Datenschutzes. Und genau hier wäre doch mal ein Ansatz, um einen belasteten Vorgang mit Hilfe digitaler Mittel zu entschärfen und betroffene Menschen das Leben zu erleichtern. Es wäre so einfach, man müsste es nur machen. Aber auch die räumliche Anbindung von Beratungsstellen an Einrichtungen, die neutral erscheinen, wie zum Beispiel Krankenkassen oder Bürgerbüros, könnten eine deeskalierende Wirkung entfalten.
Meine Damen und Herren, in allererster Linie sollten wir uns aber auch die Frage stellen, ob es eine verantwortungsvolle Regierung gibt, die mögliche prekäre Einkommenssituationen von Frauen bekämpft oder auch den massiv bestehenden Wohnraummangel beseitigt und am Ende durch ihr verantwortungsvolles Handeln die Situation erst gar nicht entstehen lässt, die am Ende auch dazu führt, dass sich eine Frau möglicherweise gegen ein Kind entscheidet. Das sehe ich leider nicht. Aber den Willen, einschneidende Maßnahmen gegen eine Gehsteigbelästigung zu ergreifen, um die betroffenen Frauen zu entlasten, das erkenne ich sehr wohl. Der vorliegende Gesetzesentwurf der Linken mit seinem Eingriff in die Grundrechte muss man hier klar widersprechen. Und meine Damen und Herren der Linken, im Plenarprotokoll 2087 des Bundestages ist das Thema Gehsteigbelästigung bereits nachzulesen auf Seite 10.421. Und Sie haben es ja bereits angesprochen, Ihre Bundestagsabgeordnete Frau Reichinek hat auf ihre Anfrage die Antwort bekommen, dass man es als Bundesproblem erkannt hat. Ich zitiere die Antwort von Staatssekretär Sven Lehmann auf ihre Anfrage. Die Bundesregierung hat den Auftrag, aus dem Koalitionsvertrag sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern wirksam gesetzliche Maßnahmen entgegenzusetzen. Es handelt sich dabei um ein bundesweites Problem. Deshalb sind bundesgesetzliche Maßnahmen erforderlich. Die Ergebnisse der Länderbefragung haben diesen Handlungsbedarf bekräftigt. Die Ampel hatte somit im Koalitionsvertrag stehen. Wir sind gespannt, was daraus wird. Und somit lehnen wir Ihren Gesetzesentwurf hier auch konsequent ab. Vielen Dank.